hallo zu unserem neuen YouTube-Video. Wir sind auf der Veggie World und nehmen euch da ein bisschen mit, was wir da so finden, welche coolen Leute wir hier treffen und was wir Tolles zum Essen finden. Bei uns fängt jetzt das große Fressen an. Wir sind jetzt hier am ersten Essstand. Also wir haben jetzt unser erstes Essen. Das sind so Nudeldinger, oder? Ja, ist gut. Aber es geht besser. Ich würde es 7 von 10 geben tatsächlich. Ich finde, man schmeckt ein bisschen das Soja raus. Und ich bin da eigentlich echt nicht wählerisch. Schau, dass du mal essen kannst. Ich muss jetzt leider meine Maske wechseln, weil ich sie voller Bolognese gemacht habe. So, als nächstes testen wir so ein Schnitzel. Nee, Schnitzel, ne? Das ist richtig gut. 9 von 10. Jetzt probieren wir Würstchen, gefüllten Braten und Filetstückchen. Keine Ahnung, aber wir testen jetzt mal. Das oberste ist Braten. 10 von 10. 10 von 10. Richtig geil, der Braten. Auch eine 10 von 10. Ich kenne das, die Marke gar nicht. Die Wurst. 9 von 10. Die ist ein bisschen weich, aber geschmacklich. Sehr lecker. Da werde ich auf jeden Fall nachher was kaufen und mitnehmen. Und jetzt schauen wir, ob der Fabian dasselbe sagt. Ich probiere jetzt erstmal den Braten. 7 von 10. Dann ist es auch das Filet. Nee, schmeckt auch noch. 6 von 10. Dann noch die Seite Wurst. Die ist gut. 8 von 10. Und das sieht man auch wieder, Geschmäcker sind einfach verschieden, weil ich werde auf jeden Fall nachher einiges kaufen, weil ich es mega geil finde, vor allem diesen Braten. Ne? Und vielleicht mache ich den ja zu Weihnachten, auch wenn ihm der Fabian nicht schmeckt. Wir haben jetzt in der Schlange auch schon mal was bekommen, und zwar Blauschimmelkäse. Ja, schon gut. Nee. So, jetzt gibt es lecker Schmelzkäse. Ich kenne den Geschmack irgendwoher, aber ich weiß nicht woher. Also diesen veganen Käse, nicht die Marke, aber den Geschmack kenne ich. Ist gut. Wir haben jetzt auch eine Partnerschaft abgeschlossen hier für die Froni, weil die mega süß ist. Das ist so ein kleines Schweinchen. Und den Erdlingshof, heißt der Erdlingshof? Ja, den kann man auch besuchen anscheinend einmal im Monat und die ganzen Tiere anschauen und streicheln, wenn sie wollen. Zwischenfazit von mir. Wir sind jetzt hier ja seit ein paar Stunden schon. Wir haben gerade die Nico Rittenau gesehen, er uns aber nicht. Und ja, von dem schauen wir uns auf jeden Fall nachher noch einen Vortrag an um 16.30 Uhr, chronische Erkrankungen. Und dann hoffen wir, dass wir ein Foto mit ihm bekommen. Also er kennt mich eigentlich, also ich denke schon, dass ich dann eins bekomme. Hoffentlich kennt er mich live auch, nicht nur per Handy. Ja, und dann berichten wir euch auf jeden Fall. Und Fabian, fügt euch das Foto ein, wenn ich eins bekommen habe, weil ich bin ja auch voll Fan von ihm. Und wir finden die Messe bis jetzt ziemlich cool. Es ist auch richtig voll. Total schön zu sehen, dass sich so viele Leute für einen veganen Lebensstil interessieren. Wir waren ja auch schon erfolgreich. Wir haben jetzt noch Käse gekauft. Den zeige ich euch, denke ich, später nochmal. Drei verschiedene Sorten. Und ja, eben die Froni-Patenschaft, Pro-Veg-Mitgliedschaft. Also wir sind echt mega gut dabei. Und jetzt dann holen wir Döner, weil da steht man, glaube ich, so eine Stunde an. Aber ich hoffe, das lohnt sich. Salami. Wir haben auch alles probiert und alles an diesem Stand war einfach nur mega lecker. Ich habe jetzt mal nur zwei mitgenommen. Einmal hier Bockwurst und Salami. Und ja. So, weiter geht's. Jetzt haben wir hier so Riegel gefunden. Ne? Probieren wir jetzt mal. Mmh, der ist ja richtig lecker. Das war der Zimt, oder? Mhm. Der andere, der Kokos. 10 von 10 Punkte.
ganz klar, wenn wir uns pflanzlich ernähren, dann können die Tiere leben und müssen nicht getötet werden. Ganz viele Treibhausgase, die aus der Tierindustrie kommen und auch ganz viele Wälder, die abgeholzt werden, um Futter anzubauen für Tiere. Und da ist es halt voll schön auch zu wissen, dass wir mit so einer einfachen Umstellung, indem wir unsere Ernährung ändern, einfach auch für die Umwelt ganz viel tun können. Ja, man kann individuell auf jeden Fall gesünder leben, indem man zum Beispiel auch sowas wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Diabetes vermeidet und aber auch Pandemien vermeiden, ja, weil Pandemien häufig mit Tierkonsum zusammenhängen. Gerechtigkeit, ganz, ganz großer Punkt, nicht nur auf Tiere bezogen, aber auch auf Menschen, weil um Tiere oder Tierprodukte herzustellen, müssen wir auch ganz viel Futter anbauen und das heißt, wir müssen Flächen benutzen, um Futter für Tiere anzubauen, anstatt Essen für Menschen anzubauen. Und am Ende nicht zu vergessen, vor allem wenn man hier jetzt auf der Veggie World ist, vegan ist einfach super lecker. Und wenn man so eine Umstellung macht auf eine vegane Ernährung, erkennen viele Menschen auch überhaupt erst, wie viele Dinge es gibt, die man noch gar nicht vorher gegessen hat, was für eine Vielfalt da ist. Und das ist irgendwie mega schön, das auch zu erleben. Ja, danke Chris für deine tollen Worte. Und wir schauen mal, was wir noch Leckeres zum Essen finden. Ihr habt schon einiges verpasst, weil wir manches nicht gefilmt haben, also ziemlich viel. Wir haben jetzt übelstes geile Fleisch auch probiert. So lecker, da haben wir auch gekauft, hier in der Tüte. Aber wir zeigen euch später noch, was wir alles gekauft haben. Und jetzt probieren wir so eine vegane Fo-Suppe, die eigentlich aus so Knochen gemacht wird, ne? Boah, die ist richtig geil. 10 von 10. Wir sind jetzt fertig mit der Veggie World. Wir waren jetzt noch bei einem Beitrag von Nico Rittenau, da ging es noch so eine Stunde, da ging es um das Thema Ernährung und der ihren Einfluss quasi auf Erkrankungen, Ernährungsbedingte, war mega interessant. Und so, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like, einen Kommentar und ein Follow da und bis bald. Und unsere Ausbeute zeigen wir euch natürlich jetzt dann auch noch. Hallo von zu Hause. Wir sind wieder zurück von unserem Veggie World Wochenende. Es war sehr schön und ich möchte euch jetzt noch kurz zeigen, was wir gekauft haben, weil das habt ihr in den Aufnahmen davor, ist nicht so deutlich rübergekommen, was wir alles gekauft haben. Deswegen hier nochmal eine kurze Einblende. Wir haben gekauft diesen Reibekäse hier. Diesen Käse hier, ich glaube, der soll nach Ziege schmecken. Ja doch, das müsste dieser Ziegenkäse gewesen sein. Und die Josephine, der Klassiker, ein veganer Camembert. Okay, Klassiker ist vielleicht nicht für euch, aber ich kenne ihn schon ziemlich lang von Happy Cashew. Die haben sich umbenannt. In irgendwas anderes haben sich die umbenannt. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall, Camembert aus Cashew kenne ich. Ist richtig lecker. Ich hoffe, der ist jetzt auch aus Cashew. Ja, da ist eine Cashewbohne abgebildet. Dann noch eine Bockwurst. Die war auch so gut. Die wollen wir einschneiden und braten. Und so wie es da abgebildet ist, so als Currywurst servieren. Dann mein absolutes Highlight der ganzen Messe, die habt ihr ja schon gesehen im Video, ist diese Salami. Das ist so ein Highlight für mich, einfach mal nicht nur so schon geschnitten im Laden, sondern richtig dicke Radale, die ich mir abschneiden kann. Geil. Dann haben wir noch gekauft von so einem Stand, wo es auch richtig leckere Sachen gab. Das ist quasi zum selber mischen, das fanden wir auch super interessant. Also wir haben es probiert, war total gut auch. Da haben wir noch ein kleines Paket für 10 Euro gekauft. Da waren die 4 Paketchen drinnen. Und dann haben wir uns noch für gesunde Snacks entschieden. Und zwar steht da der Name drauf. Ja, irgendwie finde ich den Namen jetzt nicht. Jo, das wäre ja nicht. Hier ist der Name. Louis Spites, irgendwie sowas. Da ist halt kein raffinierter Zucker quasi drin. Das sind so ja gesunde Snacks. Und es ist auch mega lecker. Da haben wir einmal mitgenommen dieses Cookie Dough. Einmal das schmeckt wie Bounty. Und dann noch zweimal solche Bliss Balls. Die sind halt auch total lecker. Und wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist auch Dattel mit drin, oder? Ja, Datteln Hauptbestandteil. Das war unsere kleine, aber feine Ausbeute von der Veggie World. Ihr dürft auch gerne kommentieren, ob wir das alles nochmal live für euch testen sollen und euch die Konsistenz vielleicht zeigen sollen oder noch beschreiben sollen, wie schmeckt das alles. Wenn ihr sowas sehen wollt, gerne kommentieren. Und ja, das war's auch schon mit meinem kleinen Input noch von zu Hause.